Beethoven erschließt uns neue Dimensionen, vollkommen neue Wege. Beethoven war in gewisser Hinsicht revolutionär und er war einer tiefen Humanitas verpflichtet. Auf der Suche nach einer besseren Welt. So hat es der Philosoph Karl Popper formuliert. Und ich würde sagen, Beethoven war diesem Weg verpflichtet. Beethoven hat anders gedacht, vielleicht auch aufgrund der Wahrnehmung der Ideale der französischen Revolution, Egalité, also diese Gleichheit. Er hat ein Duo-Werk geschaffen, die Gleichberechtigung von Klavier und Cello. Zum ersten Mal, er hat eine neue Gattung geschaffen. Zuvor war ja das Klavier eigentlich mehr oder weniger ein Begleitinstrument. Aber er ist immer über seine Grenzen gegangen, wie Julius auch schon so schön gesagt hatte. So war es bei den Klavieren auch. Und so hat er selber die Klavierhersteller beeinflusst. Ihm war Folgendes wichtig, natürlich auch wegen seinem immer schlechter werdenden Gehör, dass die Instrumente mehr Volumen bekamen und gleichzeitig aber möglichst singen sollten. Und er hat dann offensichtlich auch gesagt, einen falschen Ton spielen, das macht überhaupt nichts. Aber ohne Leidenschaft zu spielen, das ist unverzeihlich.